Moin, ich schulde euch noch die Lesemonate November und Dezember aus dem Jahre 2018. Ja, eigentlich haben wir schon 2019 und man hat schon ganz viele neue Videoideen und widmet sich am liebsten jetzt den neuen Büchern, die man liest. Aber ich möchte die beiden Lesemonate ungern unter den Tisch fallen lassen, weil da die gelesenen Bücher wollen natürlich auch noch besprochen werden. Und die haben das nicht verdient, dass man sie einfach so übergeht, weil da hat sich natürlich bei mir auch einiges aufgestaut, was ich gerne loswerden möchte. Und ich mache ja auch nicht zu jedem Buch eine Rezension. Deswegen möchte ich die auf jeden Fall noch nachholen. Und danach widmen wir uns dann ganz, ja, konzentriert dem Jahre 2019 und den neuen Büchern. Ihr werden in diesem Video noch einige Weihnachtsromane halt vorkommen, auch wenn Weihnachten jetzt vorbei ist. Ja, da müssen wir jetzt durch. Und ich finde, Weihnachten kommt ja auch jedes Jahr wieder, da kann man sicherlich vielleicht noch einige Tipps sich denn für kommendes Weihnachten aufbewahren. Und ja, die möchte ich auf jeden Fall auch besprechen. Dann sind wir aber auch mit den Weihnachtstiteln durch und haben das auch geschafft. Aber ich freue mich auch, diese Bücher hier vorzustellen, denn es gab einige Highlights da drin, auch einige ja, Flops möchte ich jetzt gar nicht so sehr sagen, aber es gab welche, die mich jetzt nicht so begeistert haben, aber so ist das ja meistens. Ich habe im November vier Bücher gelesen und mit diesem Monat fangen wir jetzt auch an. Mein erstes Weihnachtsbuch im November bzw. im Jahre 2018 war Weihnachtsglitzern von Mary Kay Andrews. Und ja, das hatte ich mal in der Mängelexemplarkiste entdeckt und da hatte ich schon einiges Gutes von gehört. Deswegen hatte ich mir das für Weihnachten aufbewahrt. Und hier treffen wir auf Eloise. Und sie liebt die Weihnachtszeit. Sie hat so einen kleinen Antiquitätenladen und nimmt jedes Jahr zu Weihnachten an so einem Deko-Wettbewerb teil. Derjenige oder diejenige, die das schönste Schaufenster dekoriert, gewinnt. Und dieses Jahr hat sie aber große Konkurrenz, weil sie neue Nachbarn hat. Und das ist ein, ja, schwules Pärchen, die mit ihr konkurrieren und ja, die haben ja fahren bombastisch auf mit unglaublich viel Glitzer und unglaublich viel Lichterketten und pompös und sie ist da eher so ein bisschen ja, zurückhaltender, aber hat immer tolle Ideen und ja, sie versucht sich natürlich zu wehren und gleichzeitig passieren ihr und ihrem Laden seltsame Dinge. Ihr Hund verschwindet und es tauchen seltsame Dinge auf. Sie glaubt, dass bei ihr eingebrochen wurde und ja, so bekommt diese Geschichte so einen leichten, spannenden Touch noch und sie muss sich auch damit rumschlagen, dass ihr Freund überhaupt nicht so der Weihnachtsmensch ist und sie weiß immer noch nicht genau, was eigentlich damals vorgefallen ist. Sie weiß, es liegt irgendwie in der Familie das Problem, dass er Weihnachten nicht mag, aber er möchte oder sie möchte für ihn Weihnachten doch zu etwas Schönem machen. Ja, damit muss sie sich auch noch rumschlagen. Ich fand das Buch ganz niedlich, ganz nett, aber ich muss wirklich sagen, nicht mehr. Es ist jetzt ja auch schon 2 Monate her, dass ich es gelesen habe und es ist bei mir nicht viel hängen geblieben, dass ich die Story besonders berührend fand oder besonders lustig oder dass mir die Figuren besonders ans Herz gewachsen sind. Das ist alles nichts großartig passiert und ich fand es ganz nett durchzulesen. Ich fand die Idee toll mit diesem Deko-Wettbewerb und ich finde, da hätte man noch viel mehr den Augenmerk drauflegen können und auch diesen kleinen Antiquitätenladen. Das fand ich schön, aber ja, das kam mir so ein bisschen zu kurz. Es ist ganz nett, kann ich empfehlen, so für zwischendurch mal zu lesen, aber das Buch wird auf jeden Fall wieder ausziehen und wird nicht nochmal gelesen. Ja, das nächste Buch, ach nee, das nächste Buch habe ich gar nicht hier und ich habe auch gelogen. Ich habe im November nicht 4 Bücher gelesen, sondern 5. Ich habe aber das Buch, was ich jetzt vorstelle, gar nicht mehr hier. Das habe ich weitergegeben. Das war ein Rezensionsexemplar, habe ich dann verschenkt. Das war die verlorene Puppe von, mal gucken, ob ich das aufgeschrieben habe. Ah nee, habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben. Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Blende ich euch jetzt aber ein. Ja, und dazu habe ich auch eine Rezension gedreht. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Denn hier werde ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen. Ich fand es mittelmäßig. Es geht um einen fliegenden Zirkus in einem Zeppelin. Und es hat so ein bisschen ja, Steampunk-Einschübe.
Und dieser Zirkus wird halt entführt. Ja, so ganz grob zur Story. Ich fand es zu actionlastig. Ich kam irgendwie in die Welt nicht rein. Mich hat der Protagonist ein bisschen genervt. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, obwohl ich gerne von Steampunk ein bisschen mehr gelesen hätte. Und ich fand gerade diese Idee mit diesem fliegenden Zirkus im Zeppelin total toll. Aber davon hat man gar nicht viel mitgekriegt, weil eigentlich ging es gleich nach der Entführung überhaupt gar nicht mehr darum. Aber ich habe sehr, sehr viele gute Bewertungen gesehen. Das heißt, vielleicht gefällt es euch ja, wenn ihr besonders auf viel Action steht und auf Steampunk, vielleicht gefällt es euch ja. Aber schaut gerne in meine Rezension rein, wenn ihr ein bisschen mehr zum Inhalt wissen wollt. Ja, jetzt aber zum Buch, was ich eben schon greifen wollte, weil da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich habe es euch in meinen Highlights aus dem Jahre 2018 schon gezeigt. Das heißt, es war ein Highlight, aber irgendwie hat mir die Beschreibung, die ich euch in diesem Video gegeben habe, überhaupt nicht gefallen. Ich hoffe, dass ich es diesmal vielleicht ein bisschen besser hinkriege. Die Rede ist von Weißer Schrecken von Thomas Finn. Das ist ein Weihnachtshorrorroman, könnte man sagen, beziehungsweise wenn man es genau nehmen möchte, nicht Weihnachten, sondern Nikolaus. Es spielt nämlich mit der Legende um diese Figur des Nikolaus oder Schrägstrich Krampus, Schrägstrich Knecht Ruprecht. Und ich mag das ja mal sehr gern, wenn bekannte Legenden aufgegriffen werden und in eine Geschichte neu verflochten werden und dann auch noch sehr, sehr viele Hintergrundinformationen geliefert werden. Und das macht Thomas Finn einfach mittlerweile zu einem meiner Lieblingsautoren. Ja, und hier geht es halt um Jugendliche und zwar um eine Gruppe von Freunden. Ich glaube, 5 Stück sind das, die in einem, in einem Dorf, sehr, sehr ländlich in Süddeutschland aufwachsen. Und jeder hat so seine Probleme. Der eine hat eine alkoholkranke Mutter, der andere wird von seinem Vater total vernachlässigt, kriegt aber alles, was man mit Geld kaufen kann, zugeworfen, aber seine Aufmerksamkeit bekommt er nicht. Die anderen haben fanatisch religiöse Eltern, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Und der Dritte wird von seinen Eltern sozusagen gemästet. Ja, damit müssen sich unsere Protagonisten zum einen auseinandersetzen. Aber ansonsten sind sie ganz normale Jugendliche, ich glaube so um die 15 Jahre. Und zum Nikolaustag ist das halt immer gang und gäbe, dass dort diese Krampusläufe veranstaltet werden. Das ist halt so ein Brauch, wo sich Jugendliche denn verkleiden als Krampusse mit Geweihen und Fellen und so weiter, als sozusagen Dämonen, die mit den Nikolaus umherziehen und die bösen Kinder oder die Bösen halt mit Ruten schlagen. Ja, da freuen sich auch alle drauf, bis dann eine Leiche gefunden wird. Und diese sieht seltsamerweise genauso aus wie eine der Jugendlichen, beziehungsweise wie zwei der Jugendlichen, denn die sind Zwillinge. Und es sieht aus, als hätten sie ihren dritten Zwilling irgendwie gefunden. Und das stößt natürlich auf viele, viele Fragen, was da passiert. Und gleichzeitig bekommen alle Jugendliche ein seltsames Gefühl, dass sie beobachtet werden und sie bekommen seltsame Nachrichten. An Fensterscheiben wird irgendwas, Drohungen geschmiert und das nehmen sie natürlich alles noch nicht so ernst, beziehungsweise denken auch nicht, dass da irgendwas Mysteriöses oder Fantastisches hintersteckt, sondern denken natürlich, dass sie ja ihnen irgendwelche Streiche gespielt werden. Aber sie fangen an zu recherchieren, als sie merken, dass sich diese Vorfälle häufen und merken, dass in diesem Dorf alle paar Jahre immer wieder Kinder verschwinden und das hängt wohl irgendwie mit dieser Knecht-Ruprecht-Legende zusammen und sie fangen an zu recherchieren. Ja, das ist der eine Strang in diesem Roman. Dann gibt es noch den zweiten Strang, der, weiß nicht, ich glaube 15 Jahre später spielt, wo unsere Protagonisten halt schon erwachsen sind. Und sie müssen sich wieder diesem Problem stellen, scheinbar, und haben sich so ein bisschen auseinander verloren. Jeder geht so seinen eigenen Weg. Ja, und jetzt müssen sie wieder zueinander finden, ja, um dieses Problem endgültig zu beseitigen. Ja, steckt wohl irgendwie eine düstere Macht hinter. Das kann man auf jeden Fall schon sagen. Es war sehr, sehr schön gruselig. Es wäre sehr, sehr, sehr schön
kalt und eisig, weil natürlich viel mit Schnee und Eis gespielt wurde, aber auch eben mit dieser Legende, mit diesen heidnischen Bräuchen, diesen heidnischen Göttern, die dann irgendwann vom Christentum übernommen worden und dann zu diesem Nikolaustag gemacht worden sind. Sehr, sehr spannend, wie gesagt, was Thomas Finn hier wieder recherchiert hat und ja, viele Fakten einfach eingewoben hat und zu einer tollen, spannenden Geschichte gewoben hat, zu einem Horrorroman. Für mich hätte es noch ein bisschen mehr Horror sein können. Also es gab wieder einige tolle Schauplätze. Das kann Thomas Finn echt genial. Also tolle, gruselige Schauplätze entwerfen und ja auch diesen unterschwelligen Horror wirklich gut heraufbeschwören. Aber für mich hätte es diesmal noch mehr sein können. Und zu Anfang muss ich auch sagen, dachte ich, oh Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Echt jeder Jugendliche, der hier aufkommt, hatte ich ja schon erzählt, hat jetzt so ein extremes ja, familiären Hintergrund. Jeder hat mit so einem großen Problem zu kämpfen. Das ist aber nicht sehr glaubwürdig, ne? Mit dieser alkoholkranken Mutter, denn die sich umbringen wollte und die anderen so fanatisch-religiöse Eltern. Das war mir alles erst zu doll. Aber dann irgendwann hat es tatsächlich Sinn gemacht. Das hat zur Story gepasst und dann habe ich das auch so hinnehmen können. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es wird auch tatsächlich so ein bisschen mit Stephen King verglichen, beziehungsweise hier steht drauf, dass es der ultimative Thriller für alle Stephen King-Fans ist. Dass es ein Thriller ist, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Ich würde schon eher sagen, dass es ein Horrorroman ist. Aber ich kann schon verstehen, warum hier Stephen King drauf genannt wird, obwohl ich diese Vergleiche überhaupt nicht mag. Und ich finde das eigentlich toll, wenn Bücher für sich selbst stehen können. Aber hier kann ich es verstehen, weil es hier einmal diese Jugendgruppe ist mit diese Clique, und das macht Stephen King ja auch immer ganz gerne, und dann halt diesen zweiten Strang, wenn sie erwachsen sind, auch noch hat. Also es erinnert vielleicht von dieser Warte aus etwas an S oder vielleicht auch an Stranger Things, aber es hat auf jeden Fall was Eigenes durch alleine durch diese Legende. Ich finde auch, dass man es nicht unbedingt vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit lesen muss, weil es setzt ja auch keine großartigen keine weihnachtliche Atmosphäre hat. Man kann es also auch durchaus irgendwie in den anderen Wintermonaten lesen oder wenn man im Sommer etwas braucht, ein bisschen kalten Schauer über den Rücken braucht, um sich abzukühlen, kann ich es auch sehr empfehlen. Also wirklich ein Highlight. Ja, das hat gut getan, das jetzt nochmal alles zu sagen, weil das ist mir in den Highlight-Video irgendwie total abgegangen. Und ja, das ärgert mich immer so, wenn ich im Nachhinein merke, dass ich einiges gar nicht erwähnt habe. Und ja, jetzt hatte ich ja nochmal die Chance dazu. Das nächste Buch ist optisch ein Highlight. Und zwar ist das die neue Kurznovelle von Walter Mörs, Weihnachten auf der Lindwurmfeste, oder auch Warum ich Hamulimep so hasse, oder was war das nochmal? Das steht jetzt hier nicht drauf. Genau, oder Warum ich Hamulimep hasse. Auch hierzu gibt es eine Rezension. Das ist im Grunde der Abdruck eines Briefes von Hildegunst von Mythenmetz, den bekannten und berühmten zamonischen Schriftsteller, der an seinen Freund Hachment Ben Kiebitzer, glaube ich, ja genau, schreibt und diesen Brauch beschreibt von seiner Heimat, der Lindwurmfeste, dieses Hamuli-Map. Und man merkt sehr schnell, dass das Weihnachten sehr, sehr ähnelt. Und er ist überhaupt kein Fan davon und kann das überhaupt nicht verstehen, wie sich die Bewohner zu dieser Zeit benehmen und dass das alles überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, er regt sich da tierisch drüber auf. Und wir merken halt, dass das auch alles sehr, sehr ähnlich ist zu unserem Weihnachten. Auch wie sich die Menschen beziehungsweise hier die Lindwürmer halt verhalten. Es ist sehr, sehr schön aufgemacht, farbig illustriert, leider nicht von Walter Mörs selbst, sondern illustriert von Lydia Rode. Dennoch passt es hier sehr, sehr gut und es ist optisch, wie gesagt, innen sowie außen ein Traum. Aber es ist sehr, sehr dünn, also der Brief selbst ist nur 70 Seiten lang, glaube ich. Aber auch wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Ich finde aber, sonst die Story ist so ein bisschen überflüssig. Also für jemanden, der sonst die anderen Zamonien-Romane
nicht kennt, würde ich das überhaupt nicht empfehlen. Für hochgradige Fans kann ich es dann schon sagen, dass es auch schon optisch nochmal was hermacht und auch nochmal ganz nett ist zu lesen. Das lässt sich wieder sehr locker und sehr lustig runterlesen, hat wieder so diese typischen Walter Mörs-Einfälle. Aber mich hat es dann doch ein bisschen gestört, dass das wie so eine Hasstirade auf Weihnachten mir vorkam. Dass Walter Mörs selber nicht so der Fan ist von Weihnachten und das hier irgendwie abladen wollte. Denn die letzten Seiten wurden dann nochmal ganz nett, weil er doch nochmal ein paar Sachen gefunden hat, die ihm gefallen. Und da habe ich dann wieder so ein bisschen den Sinn dahinter gesehen und auch nochmal ein paar neue eigene Ideen, weil ich fand, es hat sich zu sehr an unseren Weihnachten, ja, es hat mich zu sehr an Weihnachten erinnert. Es hätte noch mehr eigene Ideen haben können, obwohl hier natürlich schon wieder so diese typisch verrückten Walter Mörs-Ideen drin waren. Also Fazit für Fans, ja, kann man sich auf jeden Fall antun, um die Sammlung zu vervollständigen. Und eine Stunde kann man da durchaus amüsiert verbringen. Und ja, für jemanden, der das noch nicht kennt, der soll auf jeden Fall zu den anderen Romanen greifen. Die sind einfach genial. Ja, und als letztes habe ich noch so eine ganz kleine weihnachtliche Kurzgeschichte gelesen, und zwar Drei Wünsche, eine Weihnachtswundergeschichte von Petra Oelker. Ja, das ist so eine Reihe aus dem Rowohlt Verlag, so eine ja, historische weihnachtliche Geschichte, die jeweils in Städten spielen und ja, nur so ganz kurz sind. Und ich habe mir jetzt hier zwei, hatte ich mir in einem Avell-Unpacking mal mitbestellt. Und dieses hier hat mich halt besonders interessiert, weil es halt auf den Weihnachtsmarkt in Hamburg spielt. Und das hat mich natürlich interessiert. Und auch Petra Oelker kenne ich von anderen historischen Krimis. Da ist sie durchaus bekannt, besonders bei ja, regional dann halt. Ja, aber ich muss sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht. Also vielleicht kenne ich auch einfach das historische Hamburg zu wenig, dass ich irgendwie da vieles erkannt hätte. Aber das ja, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Und auch die Geschichte fand ich ein bisschen langweilig. Also es war ganz nett gemacht. Es geht um drei Frauenschicksale, die wir hier kennenlernen. Insbesondere um Theda, die ihre Stellung verloren hat und jetzt wieder in ihre alte Heimat muss. Und ja, um irgendwie zurande zu kommen, sollte sie dort einen älteren Herrn heiraten. Aber ihr Schicksal ist ihr ja eigentlich zuwider, was ihr dort bevorsteht. Und ja, sie hat jetzt noch 2, 3 Tage Luft über Weihnachten, kann sie noch dort bleiben in Hamburg und ja, versucht sich diese Zeit für sich zu nehmen. Und dort kommt es natürlich zu mehreren Zusammenkünften und zu mehreren ja, Zufällen und Schicksalsschlägen, dass sich dann natürlich ihre Zukunft doch auch noch mal ganz anders aussieht. Ja, ich glaube, dann gibt es noch die ältere Madame Augusta, die hadert mit dem Tod ihrer alten Vertrauten. Und Elsie hat sich verliebt, doch ihr Vater ist alles andere als einverstanden mit ihrer Wahl. Und die Elsie, die ist halt auf dem Weihnachtsmarkt und hat einen eigenen Stand. Also das mit dem Weihnachtsmarkt fand ich noch ganz niedlich. Und also es war ganz okay zu lesen, aber ich fand also so schnell weglesen ließ ich das jetzt nicht, wie ich gedacht hätte. Also ich muss mich dann doch immer wieder ein bisschen zwingen, weiterzulesen, weil es doch etwas öde war, leider. Aber der Schluss hat mich dann doch irgendwie versöhnt, weil das irgendwie schön war, dass es natürlich für alle gut irgendwie ausgegangen ist. Aber auch das darf ausziehen. Ja, das war der Lesemonat November und jetzt blätter ich mal ein weiter. Ach so, zur Statistik wollte ich ja gar nicht mehr so viel sagen, nur dass ich jetzt halt 5 Bücher gelesen habe und meine Neuzugänge beliefen sich im November auf 9. Das hatte damit was zu tun, weil ich 2 Bestellungen aufgegeben habe, einmal Avell und einmal Medimops. Deswegen war es für meine Verhältnisse doch relativ viel. So, jetzt kommen wir zum Dezember. Da habe ich 6 Bücher beendet und ein weiteres habe ich begonnen oder fast beendet. Also man könnte fast sagen, ich habe 7 Bücher gelesen. Und da hatte ich 4 Neuzugänge und 2 habe ich mir geliehen. Habe ich auch gerade jetzt das letzte Video oder das vorletzte Video waren meine Neuzugänge aus dem Dezember. Da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Ja.
Dann wollen wir mal mit diesen Büchern jetzt hier anfangen und auch gleich mit einem Monatshighlight, und zwar ein Weihnachtsbuch mal wieder, und zwar Winterzauber Widerwillen von Sarah Morgan. Von Sarah Morgan habe ich unglaublich viel Gutes gehört, gerade zu dieser Weihnachtsreihe, beziehungsweise sie hat ja mehrere Weihnachtsreihen, und eine ist halt diese hier, die in Snow Crystal spielt und jedes Mal andere Protagonisten hat. Also im Grunde sind sie schon abgeschlossen, aber ich habe mir dennoch den ersten Teil geholt. Und hier geht es um Kyla Green. Und Kyla Green hasst Weihnachten und möchte damit am liebsten überhaupt nichts zu tun haben und versucht, dem ganzen Trubel aus dem Weg zu gehen, indem sie sich in ihre Arbeit stürzt, denn sie ist so ein richtiger Workaholic. Und ja, sie ist PR-Expertin und einfach super auf ihrem Gebiet, in ihrem Job. Und sie bekommt das Angebot ja, von einem Besitzer eines Skiresorts, dort ja, eine PR-Strategie entwerfen, weil diesem Ort geht es finanziell leider nicht gut. Der Besitzer, sage ich jetzt einfach mal, der ist eigentlich ja, gar nicht dafür verantwortlich. Er hat eigentlich so schon seine eigenen Projekte, aber dieses Unternehmen ist halt ein Familienunternehmen und er kommt wieder zurück zu diesem Unternehmen und möchte dem jetzt helfen und engagiert halt eben Kyla. Aber seine Familie ist davon überhaupt nicht überzeugt. Die meinen, sie könnten das aus eigener Hand machen, aus eigener Kraft und bräuchten jetzt nicht irgendwie so eine Städterin, die überhaupt nichts von diesem kleinen ja, Snow Crystal Örtchen versteht. Und es ist wirklich, es prallen tatsächlich zwei Welten aufeinander. Kyla ist ja auch wirklich nicht so die Skifahrerin oder hat sich auch nicht besonders gut eingekleidet für diesen Ort, hat nur so High Heels an und leichte Schale und nur leichten Jäckchen und so. Also sie ist dafür nicht gut gerüstet und auch das erste Treffen auf die Familie fällt überhaupt nicht gut aus, denn sie möchte Weihnachten ja eigentlich fliehen und in so einer Blockhütte am Ende der Welt dachte sie, kann sie das ganz gut, aber damit hat sie nicht gerechnet, dass die Familie von, wie heißt der eigentlich? Jackson O'Neill, genau, einfach Weihnachtsfreaks sind und dass gerade in Snow Crystal, in so ein ja, Skiresort natürlich Weihnachten so richtig gefrönt wird. Und da bekommt sie sofort wieder ihre Traumata aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit. Es hat natürlich seine Gründe, warum sie Weihnachten nicht mag. Aber was hier natürlich eine große Rolle spielt, ist die Beziehung zwischen Jackson O'Neill und Kyla Green, denn sofort, weil sie sich sehen, funkt es natürlich irgendwie und sie fühlen sich sehr zueinander hingezogen und man merkt einfach diese körperliche Anziehung und ja, aber da hat sie eigentlich überhaupt keine Lust drauf, sich da auf sowas einzulassen, denn in sowas ist sie nicht gut und sie möchte eigentlich nur ihren Job dort machen. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich überhaupt nicht mein Genre, und aber zu Weihnachten, ich wollte es ja ausprobieren, dachte mal gucken, ob es mir zu kitschig ist und ob die Liebesgeschichte zu sehr im Vordergrund ist. Aber ich muss sagen, mir hat dieses Buch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand in diesem Snow Crystal Örtchen, in diesem Skiresort, da hat es nur gesprüht vor weihnachtlichen Atmosphäre und die Familie von Jackson O'Neill hat mir sehr gut gefallen. Die Personen sind mir sehr nahe gegangen und auch muss ich sagen, obwohl das natürlich oft so der Fall ist in Büchern, dass irgendjemand Weihnachten hasst und aus irgendwelchen Gründen aus der Vergangenheit ja, so ein Trauma davon schlägt und dann am Ende Weihnachten doch denn näher gebracht wird, meistens durch die Liebe. Aber ich muss sagen, das Schicksal von ihr hat mich durchaus berührt und ich fand auch, dass diese körperliche Anziehung zwischen den beiden, das ja, wurde ganz gut beschrieben, obwohl ich da sehr, sehr viele Augenrollmomente hatte, weil es wird sehr, sehr viel der Fokus darauf gelegt. Ich denke mal, wer New Adult sehr gerne liest, den kann ich sowas sehr empfehlen, weil hier steht der Fokus halt da sehr, sehr auf die Liebesgeschichte und hier hat auch ein bisschen Erotik eingehalten. Ich muss aber sagen, dass die Stellen durchaus geschmackvoll beschrieben wurden und auch unterhaltsam. Also für mich ist das halt, weil es ein Weihnachtstitel ist, konnte ich das durchaus mal mir antun. Aber ich fand halt ein bisschen schade, dass diese PR-Arbeit, was
Kyla hier ausarbeitet für Snow Crystal, wird leider nicht beschrieben. Das wird total außen vor gelassen. Und das hätte ich gerne noch mitbekommen, wie das das Ganze wieder ein bisschen aufarbeitet und wie Snow Crystal wieder zum Leben erblüht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber man hat hier schon die Protagonisten der anderen Romane kennengelernt. Also auf jeden Fall Weihnachtszauber Widerwillen werde ich mir vielleicht nächstes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr für Weihnachten dann vielleicht kaufen, weil mir hat der Schreibstil sehr gut gefallen von Sarah Morgan und auch die Liebesgeschichte und diese erotischen Passagen doch durchaus gefallen. Aber man muss es wissen, es liegt sehr der Fokus drauf und es wird immer wieder, also es ist, ich konnte darüber auch ein bisschen lachen, deswegen hat es mich dann doch nicht ganz so gestört, weil ja in jeder Szene, es wird dann immer wechselnd von ihm oder von ihr berichtet und ob das nun das Haar, die Oberschenkel, die Beine, natürlich die weiblichen Rundungen oder von ihm die Schultern, es wird alles begafft und seine strahlenden Augen und so, ne? Also das ist, ja, also ich musste, wie gesagt, manchmal schon die Augen rollen und man muss es wissen, dass es in diese Richtung geht. So, jetzt haben wir ein weiteres Weihnachtsbuch, aber ein Weihnachtsklassiker, habe ich euch in meinen Neuzugängen schon gezeigt. Und zwar, oder beziehungsweise in meinen Want to Read für Weihnachten, glaube ich. Eine Weihnachtsgeschichte und die Erzählung Ein Weihnachtsbaum sind hier enthalten, aber hauptsächlich geht es hier eben um den Klassiker Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und ich kenne die Geschichte, habe sie schon öfter gelesen, habe sie aber bisher immer nur als Reklamheftchen gehabt. Dann hatte ich hier ein Sammelband mal geschenkt bekommen von all seinen Weihnachtserzählungen, Winter- und Weihnachtserzählungen. Da hat mir aber keine gut gefallen, bis auf eben Eine Weihnachtsgeschichte. Deswegen habe ich das wieder aussortiert, obwohl die auch von außen sehr, sehr schön war. Und dann habe ich die irgendwann entdeckt, unglaublich schön illustriert. Ja, so von den Farben her auch sehr schön. Also das von den Farben so ein bisschen historisch, sehr weich gezeichnet. Ja, hat mir gut gefallen. Hier habt ihr mal ein Beispiel. Auch so ein bisschen düster, ne? Passt ja auch ganz gut. Ja, falls irgendjemand die Geschichte noch nicht kennt, hier wird halt der Griesgram und Geizhals Scrooge von drei Geistern aufgesucht und er wird sozusagen bekehrt. Einmal der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht wird ihnen dann halt gezeigt, jeweils Weihnachten, wie er das verlebt hat und verleben wird und auch andere Personen, die er halt kennt. Und dadurch wird er bekehrt und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, so also eine sehr, sehr schöne Fabel, sehr, sehr schönes Märchen, das diesen Weihnachtsgedanken ganz, ganz toll rüberbringt und mich jedes Mal in Weihnachtslaune versetzt und irgendwie mich auch jedes Mal berührt, muss ich sagen. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich muss aber sagen, ich habe so viel von den Illustrationen geschwärmt und sie sind auch schön, aber manchmal wurde einfach nicht das gezeigt, was beschrieben wurde. Und ich habe mir das dann ganz anders vorgestellt. Und das fand ich manchmal ein bisschen schade, dass hier zum Beispiel der Geist der gegenwärtigen Weihnacht sieht so aus und nee, also manches wurde einfach ganz anders beschrieben und auch ganz, also manchmal kann der Illustrator natürlich nichts für, dass ich mir was anderes vorstelle, aber er sollte, finde ich, schon das zeichnen, was auch wirklich im Text steht. Das finde ich dann immer schade und manchmal finde ich auch, hätte es ein bisschen detaillierter sein können, die Zeichnung. Manchmal war es sehr, sehr verschwommen und verwischt, also sehr weich gezeichnet. Da hätte ich gerne noch mehr, sonst ein bisschen mehr entdeckt, wie jetzt hier vorne drauf. Also hier wurde dann doch sehr, sehr viel Wert gelegt, dass man auch sehr viele Details entdecken kann. Das hätte ich mir bei den Illustrationen auch gewünscht. Ja, aber was ich schön fand, ist, dass es hier auch ein Vorwort gab, denn so ein bisschen zu Charles Dickens etwas gesagt wurde, wie die Weihnachtsgeschichte entstanden ist, denn wie man Weihnachten im viktorianischen England gefeiert hat. Ja, so ein bisschen biografische Daten. Und eben gibt es ja noch die Erzählung Ein Weihnachtsbaum. Und die habe ich halt auch gelesen, die ist aber noch kürzer.
auch nicht besonders lang. Die Idee fand ich sehr, sehr schön. Die kannte ich auch noch nicht. Also die war auch nicht in diesem Sammelband drin, den ich hatte. Weiß ich nicht, wieso nicht, weil da ja stand alle Weihnachtserzählungen von ihm. Auf jeden Fall guckt sich da halt, ich glaube, das war ein älterer Herr, seinen Weihnachtsbaum an und erinnert sich an seine Kindheit anhand der Anhänger, die an den Weihnachtsbaum dranhängen. Und das fand ich so eine schöne Idee. Und zu jedem Anhänger gab es dann halt irgendwie eine Geschichte. Aber ich muss aber sagen, es war sehr wirr und ich habe nicht irgendwie alles, bin nicht immer mitgekommen, muss ich ehrlich sagen, und habe nicht alles verstanden, was er mir da sagen wollte, ob das jetzt nun Erinnerungen waren oder irgendwie eine Fantasiegeschichte oder so. Das ist so alles ineinander übergegangen. Also letztendlich ja, musste ich mich da manchmal doch ein bisschen durchquälen, weil die Geschichten dann doch mal ein bisschen zu lang wurden. Also ich fand die Idee toll, aber die Umsetzung war mir dann doch ein bisschen zu verworren und zu langgezogen vielleicht. Aber diese Vorstellung, ich meine, macht man ja eigentlich ganz gerne, sich vor einen Weihnachtsbaum, vor einen Tannenbaum zu setzen und diese ganzen tollen Anhänger zu begutachten. Und früher hatte man da vielleicht noch mehr so Holzanhänger, die geschnitzt waren und ja, was man da alles entdecken konnte. Und gerade als Kind ist man da ja noch viel begeisterter, wenn man diesen Weihnachtsbaum sieht. Also ja, die Idee fand ich wirklich ganz, ganz toll. So. Zum nächsten Buch. Ich weiß gar nicht mehr, ob das alles der Reihe nach ist. Ich denke mal, ich mache jetzt einfach noch mal mit dem nächsten Weihnachtsbuch weiter, weil dann haben wir die Weihnachtsbücher nämlich auch hinter uns. Und zwar das letzte Weihnachtsbuch, was ich gelesen habe, ist Der Weihnachtswald, ein Wintermärchen von Angelika Schwarzhuber. Ja, das ist eine deutsche Autorin und es spielt auch in Deutschland. Hier geht es um Eva. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Winterzauber Widerwillen, denn wir haben hier wieder eine Protagonistin, die Weihnachten hasst, aus Gründen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und was heißt, sie hasst es? Also hier ist der Hass vielleicht nicht sonderlich groß, aber sie braucht das alles nicht. Und sie ist auch so ein Workaholic und möchte eigentlich auch Weihnachten durcharbeiten. Aber wer ihr halt sehr am Herzen liegt, ist ihre Großmutter, die sie aufgezogen hat, nachdem ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und sie kommt halt jedes Mal zu Weihnachten nach Hause. Aber es ist auch immer seltener geworden, dass sie nach Hause kommt. Und ihre Großmutter ist halt mittlerweile auch sehr, sehr in die Jahre gekommen und wird halt auch wahrscheinlich nicht mehr lange unter den Lebenden weilen. Und Eva ist durchaus sehr erschrocken, als sie merkt, dass ihre Großmutter viele Geldprobleme hat. Und dieses große Anwesen, was sie hat mit dem großen Garten, gar nicht so halten kann. Ja, sie trifft dort auch auf ihren Jugendfreund Philipp, der halt dort auch wohnt und als Gärtner arbeitet. Und ja, früher als Jugendliche waren sie wohl auch mal ein Paar. Aber sie ist halt irgendwann weggezogen und ja, dann hatten sie keinen Kontakt mehr. Sie ist halt sehr unnahbar und auch so ein bisschen gestresst, so eine typische Städterin irgendwie, wie man sich das so vorstellt, sehr, sehr. Sie ist halt Anwältin und nimmt auch ihre Arbeit jetzt mit in die Weihnachtszeit und ja, allerdings lädt ihre Großmutter auch ein Waisenkind ein. Das macht sie immer öfter. Sie besucht Waisenhäuser, spendet sehr viel und lädt halt Kinder zu sich ein, um ihnen ein schönes Weihnachten zu ermöglichen. Und diesmal ist es Anthony. Anthony leidet allerdings unter Stottern und nicht sehr großen Selbstvertrauen. Sie ist halt schon älter und wird alleine durch das Stottern nicht von irgendwelchen Eltern oder Menschen ausgesucht, um sie zu adoptieren. Sie ist erst ganz glücklich, dass sie jetzt ihr Weihnachten nicht allein im Waisenhaus verbringen muss. Aber dann begegnet sie Eva und Eva ist schockiert. Und als dieses Mädchen auch noch anfängt zu stottern, ist sie ja erst recht sehr exponiert. Und sie gibt ihrer Großmutter die Schuld, denn sie wollte, hat eigentlich das Versprechen ihr abgerungen, dass ja, sie keine Waisenkinder mehr einlädt. Und ja, auch das hat einen bestimmten Grund. Aber als das Mädchen dann wegläuft, weil sie merkt, dass ihretwegen gestritten wird und sie zurück zum Waisenhaus möchte, bricht ein großes Unwetter aus und die Erwachsenen, also besonders Eva und ihr Jugendfreund Philipp, suchen halt das Mädchen und als sie sie gefunden haben, ist halt immer noch das Unwetter zugange
Und ja, ein Baum kippt um, beziehungsweise ein Ast bricht ab und fällt Eva auf den Kopf. Ja, und dann passiert es auf einmal, sie befinden sich in einer anderen Zeit. Am selben Ort, aber in einer anderen Zeit. Es ist eine Zeitreisegeschichte, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil auf dem Klappentext zwar steht, dass sie sich unversehens in der Vergangenheit wiederfindet, aber ich dachte eher, das wäre symbolisch gemeint und nicht als Zeitreise. Ja, auch dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Wenn man es jetzt mal vergleichen sollte mit dem Sarah Morgan Buch, dann kann ich sagen, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also das hier, da ist es doch ein bisschen mehr Kitsch und auf jeden Fall mehr Erotik drin. Das haben wir hier nicht. Das ist eher eine stillere Geschichte und es geht hier sehr, sehr viel um Familie, was hier auch der Fall ist, aber auf eine andere Art und Weise. Also hier haben wir es sehr, sehr viel ruhiger. Natürlich auch diesen historischen Anteil, aber wir befinden uns halt eigentlich immer nur in diesem Haus, in diesem Anwesen der Großmutter. Ja, aber es war zum Teil manchmal doch, zog sich ein bisschen und es hätte vielleicht mal ein bisschen mehr passieren können zwischendurch, aber mich hat auch hier das Schicksal von Eva sehr, ja, sehr mitgenommen, sehr gerührt. Und auch von Anthony und wie die beiden dann zusammengefunden haben, da musste ich dann doch mal ein, zwei Tränchen verdrücken und obwohl die beiden Bücher jetzt so unterschiedlich waren, hat es mir gut gefallen, dass ich so eine tolle Mischung hatte. Und hier die Liebesgeschichte stand hier wirklich nicht sehr groß im Vordergrund. Und hier hatten wir auch keine ja, erotischen Szenen. Also falls euch sowas vielleicht mehr interessiert, vielleicht ja, ist das etwas mehr für euch. So, jetzt haben wir aber die Weihnachtstitel abgearbeitet und kommen zu einem Escape-Buch. Das habe ich euch in meinem letzten Video gerade vorgestellt, deswegen werde ich dazu auch nicht sehr ins Detail gehen. Das ist halt ein Buch, bei dem man selbst der Protagonist ist. Man kommt in einen Raum, hier ist das eben eine geheime Bibliothek, wird eingeschlossen und man kann nur entkommen, indem man Rätsel löst. Und das ist halt auch das, was man in diesem Buch macht. Man löst Rätsel, um halt wieder zu entkommen. Man hat da eine gewisse Zeit für und kann dann schauen, ob man ja, das in dieser Zeit schafft oder wie schnell man das schafft. Ich habe mich hier in diesem Buch noch nicht so mit Ruhm bekleckert. Es war mein erstes Escape-Buch. Ich habe das als Rezensionsexemplar vom Verlag zugeschickt bekommen und ja, wollte es einfach mal ausprobieren, sowas. Ich war ein bisschen frustriert, weil ich noch nicht so gut war, aber ich habe mir zum Nachhinein gedacht, dass ich vielleicht auch zu ungeduldig war, dass ich mir damit doch ein bisschen mehr Zeit hätte lassen müssen. Und ich habe immer sehr, sehr schnell kapituliert und dann mal die, ja, die Hilfestellungen oder die Hinweise mir angeschaut zu den Rätseln oder dann auch die Lösungen. Ich wollte mir eigentlich gar keinen Druck machen, habe mir auch keine Uhr gestellt, wie man es eigentlich machen sollte, aber ich hätte mir noch mehr Zeit lassen müssen wahrscheinlich. Und ich glaube, dass ich durchaus aber mal ein nächstes Buch versuchen werde. Ich kann mir vorstellen, dass ich dort doch Spaß haben werde. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher schwere oder einfache Rätsel waren, weil ich da halt noch nicht so drin stecke. Wir werden sehen. Ich hatte so ein paar Kritikpunkte auch dran, dass ich die Gestaltung noch ein bisschen ja, kreativer und hübscher hätte sein können und dass vielleicht ein bisschen mehr Story hätte drin stecken können. Aber an sich die Sache finde ich cool und auch eben das Thema mit dieser Geheimbibliothek, ne? Diese Escape Games gibt es ja sonst auch in allen anderen Themen. Ja, jetzt haben wir noch zwei Bücher und zwar sind das zwei Bergsteiger-Romane beziehungsweise Berichte. Ich habe ja, ich glaube, das Buch, was ich jetzt euch zeige, habe ich im Medimops-Unpacking gezeigt. Da habe ich mir gebrauchte Bücher halt bei Medimops bestellt zum Thema Bergsteiger-Romane und Berichte. Und da habe ich auch dieses hier entdeckt, und zwar von Jeffrey Archer, Berg der Legenden. Jeffrey Archer ist sicherlich vielen ein Begriff. Der hat ja die Clifton-Saga geschrieben und mit der ist er jetzt sehr, sehr, ja, berühmt und bekannt geworden. Und jetzt so seine alten Titel werden alle nach und nach wieder aufgelegt. So auch Berg der Legenden. Das ist jetzt gerade neu erschienen als Taschenbuch in einer Neuauflage. Aber das Buch gibt es halt schon länger. Wusste ich aber nicht, dass er zu diesem Thema auch was geschrieben hat. Und da war ich jetzt doppelt gespannt, weil ich zum einen noch nie was von Jeffrey Archer gelesen habe. Und zum anderen bin ich natürlich immer noch in diesem
ja, Bergsteiger-Fieber. Und was ich halt toll finde, ist das Thema hier, es ist nicht einfach irgendeine Bergsteigergeschichte, sondern es geht um George Mallory, der halt einer der ersten Mount Everest-Besteigungen oder Expeditionen gemacht hat. 1924 ist er dann ja verschwunden und man hat dann Jahre später, ich glaube 1999 oder so, seinen Leichnam gefunden und es ist bis heute ungeklärt, ob er es nun geschafft hat, den Mount Everest auf dem Gipfel zu besteigen oder eben nicht. Also es gibt da immer noch ja, viele, die sich darum um dieses Rätsel bemühen, es zu lösen. Und das hat mich halt auch interessiert. Und mich hat halt, es hat mich interessiert, was hier Jeffrey Archer draus macht. Ich wollte mehr über George Mallory erfahren, habe mir extra keine Dokumentation oder keine weiteren Bücher sonst vorher angeschaut, hatte mir extra noch einen weiteren Bildband, beziehungsweise gar nicht nur Bildband, sondern auch ein Sachbuch zu George Mallory bestellt. Das habe ich mir gar nicht rausgelegt, hole ich gleich noch. Das kann ich euch auch noch zeigen. Und das habe ich auch noch nicht angefasst, weil ich den Roman damit dann beginnen wollte und mir noch nichts spoilern wollte. Ja, natürlich, außer dass man wusste, dass das irgendwann ja in den Tod endet. Aber ja, was soll ich sagen? Also, man. Wo fange ich jetzt an? Also genau, fangen wir mit was Positivem an. Also Jeffrey Archer kann schreiben, beziehungsweise die Übersetzung, das ist ja jetzt nicht das Original auf Englisch, kann sehr, sehr locker leicht schreiben. Also es ist sehr einfach geschrieben, man liest es einfach nur so weg. Es sind aber auch sehr kurze Kapitel und immer wieder ja, weiße Blätter dazwischen. Es lässt sich sehr, sehr leicht lesen. Also ich habe das in kürzester Zeit weggelesen. Er geht nicht nur auf die Expedition ein, das muss man wissen. Also erst ab der Hälfte geht es dann wirklich los, den Mount Everest zu besteigen. Aber also man lernt George schon als Kind kennen und man bekommt halt da schon erzählt, dass er gerne auf etwas geklettert ist und gerne Risiko eingegangen ist und ja, was er eben für ein Mensch war. Es geht dann eher so ein bisschen, wird fokussiert auf George als Person und auf sein Leben und auf seine Beziehungen später zu seiner Frau. Dann werden hier Briefe abgedruckt, die er, ich weiß aber nicht, wie nah diese Briefe am Original sind. Ja, da kommen wir dann schon auch schon zur Kritik. Also zum einen fand ich es schade, dass hier diese, also es heißt Berg der Legenden, aber es geht zur Hälfte mal nicht um eben diese Expedition. Erst ab der Hälfte geht es halt um die Mount Everest-Expeditionen, die er eben gemacht hat. Und man merkt auch einfach, dass Jeffrey Archer selber kein Bergsteiger ist. Also jedenfalls glaube ich es, weil überhaupt nicht dieses eisige, kalte und anstrengende, urige Gefühl entstanden ist, wie ich es sonst bei diesen Berichten und bei diesen Dokumentationen habe. Also da hat man das gemerkt, dass er da entweder hat ein bisschen Recherche gefehlt oder er hat einfach den Fokus da nicht drauf gelegt. Aber genau das, was ich eigentlich wollte, ist da nicht sehr gut aufgekommen. Und auch vorher, wo er andere Berge bestiegen hat und da auch noch mal so zu Unfällen gekommen ist. Also das hat mich völlig kalt gelassen. Schade, also da habe ich von Jeffrey Archer viel mehr erwartet. Und auch, man hätte jetzt sagen können, okay, das ist jetzt nicht so seine Stärke, dafür hat er vielleicht die Zeit damals besser abgebildet, weil man könnte ja schon sagen, es ist ein historischer Roman, weil es beginnt 1892, glaube ich. Und auch das fand ich jetzt nicht besonders herausragend, dass er mir die, ja, weiß nicht, die Zeit von damals irgendwie näher gebracht hat. Es geht dann auch etwas um den Krieg, wie George Mallory auch dort ja, mit zu tun hatte und sich selbst ja, eingeliefert hat. Mir fehlt gerade das Wort, weil eigentlich hätte er es nicht machen müssen, weil er Lehrer war. Das Einzige, was ich denn doch sagen kann, neben dem sehr, sehr locker leichten Schreibstil, dass er halt auf die Beziehungen zueinander doch mehr eingegangen ist, auf die Charaktere. Das hat mir dann doch schon ganz gut gefallen. Aber ich habe davon viel mehr erwartet und ich habe ja gehört, dass
jetzt fehlt mir der Name. Wie heißt der, der Terror geschrieben hat und der Berg? Dan Simmons, genau. Dan Simmons hat ja auch Der Berg geschrieben und genau auch zu dieser Legende, also beziehungsweise zu diesen historischen Fakten, also zu George Mallory, hat er eben auch geschrieben. Und da habe ich gehört, dass das sehr, sehr gut recherchiert sein soll und auch genau beschrieben soll, was für Steigeisen man braucht. Und vielleicht ist gerade das dann eher etwas für mich, was viele meinten, das wäre schon zu detailreich beschrieben, was man da jetzt alles für die Expedition braucht. Aber vielleicht hat mir das genau hier gefehlt. Also gerade die Atmosphäre und auch ein paar Details zum Bergsteigen, das hat mich völlig kalt gelassen. Das fand ich sehr, sehr schade. Und ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich, glaube ich, lieber mit dem Sachbuch begonnen, weil danach habe ich halt in dem Sachbuch geblättert und dann wusste ich ja so die Eckdaten und einiges war auch ganz, doch ganz anders. Und ja, da hätte ich vielleicht doch lieber mit diesem Sachbuch anfangen sollen, weil ja, ich war dann erstmal mit der Geschichte gesättigt. So einiges hat mich noch interessiert, habe dann so ein paar Bilder mir angeschaut, was das so ein bisschen untermauert hat. Aber ja, im Nachhinein finde ich es schade, dass ich so rum gemacht habe und nicht gleich den Bericht gelesen habe. Aber vielleicht habe ich irgendwann wieder Lust, mich auf diese Geschichte einzulassen. Dann werde ich das Sachbuch denn doch wieder mir zur Hand nehmen. Was ich hier nämlich auch schade finde, ist, dass nicht im Nachwort nochmal gesagt wurde, was ist frei erfunden, was beruht auf echter, wahrer Begebenheit. Also normalerweise steht das ja im Nachwort oder gibt es überhaupt ein Nachwort bei Sachen, die auf wahren Begebenheiten beruhen und das fehlte hier auch. Also, ich kann das nicht so richtig empfehlen und es ist vielleicht auch ein früheres Werk von Jeffrey Archer, deswegen ich bin jetzt von Jeffrey Archer jetzt nicht so angetan, dass ich unbedingt noch mehr von ihm lesen muss, aber vielleicht ist es jetzt auch nicht sein bestes Werk. Also ich werde mich dann, wenn ich darüber mehr erfahren möchte, über die Geschichte, dann entweder an das Sachbuch halten oder eben an Dan Simmons, der Berg, der steht auch auf meiner Wunschliste, also den werde ich dann vielleicht eher noch mal ins Auge fassen. Und jetzt zeige ich euch noch mal das Sachbuch. Kleinen Moment, das muss ich einmal rausholen. Genau, hier ist es. Es ist ja nicht viel zu sehen, weil leider bei der Medimobs-Bestellung, wo ich es auch bestellt habe, der Schutzumschlag fehlte, was mich ja ein bisschen geärgert hat und eigentlich wollte ich es auch zurückschicken, aber das kam ja alles anders. Das habe ich euch jetzt schon ein paar Mal erzählt. Aber ansonsten sieht das Buch ja sehr, sehr gut aus und auch der Inhalt ist top in Schuss und es ist ja für 4 € irgendwas, was ich ausgegeben habe, wirklich ganz, ganz viel und tolle Informationen, ganz viele Bilder von der Expedition und ja, im Moment, wie gesagt, bin ich von der Geschichte ein bisschen gesättigt durch den Roman, aber irgendwann, wenn ich mich da nochmal mit auseinandersetzen möchte, vielleicht spätestens, wenn ich den Berg von Dan Simmons lese oder bevor ich ihn lese, möchte ich das nochmal hier mir zur Hand nehmen, weil da gibt es noch viel, viel mehr, was man zu berichten hätte und was Jeffrey Archer überhaupt nicht aufgenommen hat oder auch einfach ganz anders dargestellt hat, was ich sehr, sehr schade finde. Also das kann ich sehr empfehlen. Das heißt, habe ich gar nicht gezeigt, ne? Das heißt Mallorys Geheimnis, was geschah am Mount Everest und ist von David Brisius und Audrey Salkett herausgegeben und im Steiger Verlag ist es, oder beziehungsweise National Geographic ist es erschienen. Ja, sehr, sehr schön bebildert und sehr, sehr viel Information. Und als letztes noch ein Bergsteigerroman, den ich euch auch in meinen Neuzugängen gezeigt habe und da auch schon ein bisschen von berichtet habe, und zwar in eisige Höhen von John Krakauer, das Drama am Mount Everest. Das spielt allerdings sehr, sehr viele Jahre später, nicht wie bei George Mallory, sondern 1996 spielt das. Und dort waren halt mehrere Expeditionen auf den Mount Everest, die diesen besteigen wollten. Und das führte halt dazu, dass, also das war einer der Gründe, warum es zu einer Katastrophe kam. John Krakauer ist ein amerikanischer Journalist, der halt bei einer dieser Expeditionen dabei war. Er hat das hautnah miterlebt, hat aber überlebt und deswegen diesen Bericht geschrieben. Ich meine, er hatte eh vor, über diese Expedition zu schreiben, aber dass er jetzt so einen ganzen, ja, hunderte von Seiten lang
Das ist 400 Seiten ungefähr, knapp 400 Seiten langen Bericht schreibt. Damit hatte er nicht gerechnet. Er hat das zum Teil aber auch gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten, was mehr oder weniger geklappt hat. Es ist halt auch eine Katastrophe, über die viel berichtet wurde und auch über die viel immer noch nachgedacht wird, weil ja über die Gründe gesprochen wird. Warum konnte es überhaupt dazu kommen, obwohl so viele erfahrene Bergsteiger dabei waren und eigentlich hätte das, ja, es sind so viele Fehlentscheidungen getroffen worden und da, also wird natürlich auch hier drauf eingegangen. John Krakauer möchte seine Wahrheit hier darstellen, weil natürlich viel in den Medien berichtet wurde und viel Gegenmeinungen, Beschuldigungen passiert sind und ja, da wollte John Krakauer eben seine eigene Wahrheit darstellen und vieles richtigstellen. Es gibt dazu zu dieser Katastrophe, zu diesem Drama auch noch einige andere Berichte, was ich spannend fand, im Nachwort nochmal zu lesen, wo die beiden Autoren oder die beiden, die das halt miterlebt haben und darüber geschrieben haben, sich sogar noch selbst in die Haare kriegen, weil sie vieles einfach selbst anders dargestellt haben und um sich entweder selbst zu schützen und ja. Da steht natürlich auch das Wort gegen das andere. Aber ich habe so erfahren, also aus mehreren, ja, was ich dann noch durchgelesen habe im Internet und so, habe ich dann, dass das hier eigentlich dem am nächsten kommt und die meisten diese Version unterstützen. Ja, ich fand es auch sehr, sehr berührend, wie sehr es John Krakauer zu schaffen macht, dass ihm auch einiges angelastet wird, auch von Angehörigen, von Opfern von dieser Katastrophe und dass viele auch ihm Schuld geben und dass er damit ja gar nicht so richtig zurechtkommt. Und das hat mich auch sehr berührt. Aber natürlich auch die Katastrophe selbst. Ich muss aber sagen, weil ich habe noch ein anderes gelesen und oh Gott, das muss ich ja auch noch beschreiben. Das habe ich auch noch im Dezember gelesen. Das habe ich ja gerade nicht hier. Erzähle ich euch gleich noch. Da hat mich das viel mehr mitgerissen und hier wurde das immer wieder unterbrochen, diese Spannung beziehungsweise dieses Drama, weil er so viele Informationen, vielleicht liegt es daran, dass er Journalist ist, so viele Informationen zu jeder einzelnen Person hatte, die hier auf dem Berg waren. Und ich meine, das waren so viele Expeditionen, die da drauf waren und jede Expedition hatte Dutzende von Mitgliedern. Hier ist irgendwo, ja, hier steht Dramatis Personae und da sind wirklich Auflistung um Auflistung. Seht ihr, was für viele Personen das sind? Und praktisch zu jeder Person hatte John Krakauer hier eine eigene Geschichte erzählt. Also da steckt sehr, sehr viel Wissen und sehr, sehr viel Information drin. Das will ich gar nicht bestreiten. Besonders wenn man sich damit irgendwie auch auseinandersetzen möchte und diese, ja, diese Gesellschaft, wie das überhaupt alles funktioniert, diese, ja, diese Gruppe von Leuten, es ist ja eigentlich wie eine ganz eigene Welt, diese Bergsteiger. Und das sind meistens ja auch so Exzentriker, die ja dieses Abenteuer auf sich nehmen und diese Bergsteiger, die dort ja dabei sind und diesen Profit einfach mit ja, mit dieser Gefahr machen. Und ja, also da steckt sehr, sehr viel hinter und hier hat er sehr, sehr viel recherchiert. Aber ich muss sagen, dadurch, dass es so viele Personen waren, kam ich da unglaublich schnell durcheinander und interessierte mich denn in dem Moment auch gar nicht so sehr, was der vor 10 Jahren gemacht hat, sondern ich wollte wissen, wie es hier weitergeht. Und das hat so ein bisschen den Lesefluss gestört und auch so ein bisschen, ja, dass man da so mitfühlen konnte und die Spannung. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es war so auch durch Bilder unterlegt, was es wieder atmosphärisch gemacht hat. Also insgesamt hat es mir schon gefallen, aber es waren einfach zu viele Informationen und zu viele Personen hier drin, ja, als dass es mich richtig packen konnte. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, aber es scheint ja auch ein Klassiker unter den Bergsteigerberichten zu sein mittlerweile und deswegen wollte ich es auf jeden Fall gelesen haben. Ob das jetzt bei mir bleibt oder ausziehen darf, weiß ich noch nicht. Mal schauen, erstmal darf es bleiben, weil es mich denn doch noch sehr fasziniert. So, eigentlich war ich jetzt zu Ende, aber stimmt gar nicht. Ich habe nämlich noch Sturz ins Leere von Joe Simpsons gelesen.
Genau, und das hatte ich auch euch auch schon in meinen Highlights 2018 vorgestellt. Ja, ganz kurz noch vor Ende 2018 habe ich das gelesen und das hat mich einfach unglaublich gepackt, obwohl das nur so ein dünnes Büchlein ist. Im Moment habe ich es verliehen. Mich hat es einfach begeistert. Es ist halt auch ein Bergsteigerbericht und das macht es ja immer gerade, also im Gegensatz zu Roman zum Beispiel von dem Jeffrey Archer, macht es das natürlich noch, als wäre man viel näher dran. Wenn das so ein Bericht ist von jemandem, der das selbst erlebt hat, dann ist man natürlich viel näher an dieser ganzen Geschichte dran. Und man merkt halt auch einfach die Leidenschaft, die da dran hängt und die Ängste und die Wünsche und auch dieses, ja, irgendwie dieses Fanatische einfach, was die Leute und dieses Exzentrische, was die eben auch haben müssen, um so extreme Sachen zu tun. Joe Simpson und sein Kumpel Simon, die sind halt in Peru und wollen einen Berg besteigen. Der ist aber nicht so wie in den Alpen zum Beispiel überlaufen, dass man da viele ja, Bergsteiger-Touristen sozusagen trifft, sondern das ist ziemliche Einsamkeit. Und sie wollen diesen Berg von einer Seite besteigen, wie er irgendwie noch nicht bestiegen wurde. Es läuft auch alles bisher ganz gut und sie sind auch ein gutes Team. Man muss sich ja auch sehr aufeinander verlassen und sehr aufeinander eingehen, weil ja, man muss einfach Vertrauen haben, weil man hängt mit einem Seil zusammen, ist sonst nicht gesichert. Und ja, aber die beiden sind sich auf jeden Fall gewogen, kommen gut miteinander klar und haben beide auch echt gute Skills und deswegen kommen sie auch gut voran. Aber es gibt natürlich auch knifflige Stellen, bis es dann so weit kommt, dass Joe sich ein Bein bricht. Und das heißt, also oben auf dem Gipfel bricht er sich im Grunde das Bein und das ist eigentlich Todesurteil. Das weiß er selbst, das weiß sein Kumpel und sein Kumpel, für ihn ist das eigentlich unmöglich, ihn alleine dort runter zu, ja, ihn zu bergen sozusagen. Er könnte ihn im Stich lassen und es wäre nicht seine Schuld im Grunde, weil er eigentlich nichts machen kann. Aber er gibt ihn nicht auf und versucht ihn dann abzuseilen, wirklich in einem wow, was für ein Akt. Alleine das ist schon super spannend. Aber dann kommt es noch, dann stürzt Joe über eine Spalte ab und Simon kann ihn kaum halten. Und sie hängen da wirklich stundenlang. Und Simon hofft, dass Joe sich irgendwie wieder hochhangeln kann. Aber er sieht das unten nicht, was da bei ihm passiert ist. Und er muss das Seil kappen. Und ja. Joe stürzt ab und Simon muss damit leben, dass er seinen Freund einfach in den Tod geschickt hat. Weiß natürlich nicht, was mit ihm passiert ist. Ja, so viel weiß man schon. Also das ist jetzt im Grunde kein Spoiler. Da steht alles hinten schon drauf. Also natürlich könnte man das lesen, ohne diesen Klappentext zu lesen und sich da einfach reinfallen lassen. Aber es ist eine unglaublich dramatische Geschichte. Man weiß natürlich, dass Joe da lebend rauskommt, weil er das ja nun mal selbst geschrieben hat. Aber wie er das schafft und wie dramatisch das ist. Und es passiert so viel und du denkst, ey, jetzt kann es nicht spannender und nicht schlimmer werden. Und dann passiert noch was. Und was für extremen Situationen Menschen es schaffen, ja, sich rauszumanövrieren, einfach weil sie leben wollen. Und das fand ich einfach extrem spannend und gut geschrieben. Also Joe Simpson hat es auch drauf, das hat ja auch nicht jeder. Er hat auch ein Talent zu schreiben. Er hat auch Teile aus der Sicht von Simon geschrieben. Also dafür hat er auch sein Einverständnis gehabt, hat ihn dann halt gefragt, was er in dem Moment empfunden hat. Und auch seine Gedanken und Gefühle hat er unglaublich glaubwürdig herübergebracht, weil was muss ein Mensch durchleben, wenn er ja, seinen eigenen Freund opfern muss und er weiß gar nicht, was genau passiert ist da unten, aber er kann ihm nicht helfen, wäre selbst gestürzt und ja, mit solchen Gedanken muss man natürlich erstmal leben. Ja, also das war ein extrem tolles Buch, obwohl das nur so dünn war, wie gesagt, waren da sehr, sehr viele Emotionen mit verbunden, sehr viel Spannung und eben diese Atmosphäre. Das hat, was Jeffrey Archer nicht geschafft hat und was hier halt durch ja, diese vielen Beschreibungen und Erklärungen dann halt gestört wurde, hat Joe Simpson einfach unglaublich gut gemacht. Dieses Eisige, man hat das Eis gespürt, man hat diese körperlichen Anstrengungen gespürt, diese Luft geatmet, also es war extrem gut gemacht. Also für jeden, der dieses Thema interessant findet, der sollte sich das Buch mal angucken. Und ja, da gibt es auch zum einen eine Dokumentation auf YouTube, die ich mir angeguckt habe, die ist aber schon ein bisschen älter, fand ich jetzt nicht so gut gemacht, aber es gibt noch einen Spielfilm dazu, den würde ich mir gerne noch anschauen. Ja, oh mein Gott, es ist fast ich habe eine Stunde gelabert. Ja,
Es ärgert mich auch so ein bisschen. Eigentlich wollte ich die beiden gar nicht zusammenziehen, aber mit den Lesemonaten November, das hat sich immer so gezogen und erst wollte ich den ausfallen lassen. Dann dachte ich, ach nee, das ist auch blöd, dann hole ich den nach und jetzt zwei Videos daraus zu machen, wäre blöd. Deswegen habe ich ihn jetzt in einen gepackt. Aber viele sagen von euch, ihr mögt längere Videos. Und ja, wenn man dann vielleicht am Wochenende mal ein bisschen Zeit hat, dann gucke ich mir auch gerne längere Videos an. Vielleicht habt ihr in der Zeit ein bisschen Tee getrunken, ein bisschen Naschi geknabbert, was auch immer. Ihr hattet hoffentlich jedenfalls eine schöne Zeit mit mir und den Büchern. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Bücher vorzustellen, weil da waren einfach wieder so viele tolle Sachen dabei, so viele tolle Bücher, über die ich eigentlich unglaublich gerne sprechen wollte. Und das wäre schon schade gewesen, wenn ich das jetzt hätte wegfallen lassen. Aber ich freue mich jetzt auch, dass ich das abhaken kann und mich jetzt, wie gesagt, 2019 zuwenden kann und den neuen Ideen, neuen Büchern. Und ich kann euch schon sagen, als kleinen Vorgeschmack, das nächste Video wird endlich wieder ein Büchercasting-Video sein und da werde ich euch mal die Fantasy-Kandidaten vorstellen, die ihr, diese Büchertipps habe ich ja von euch und ja, das wird auf jeden Fall kommen. Und eine kleine Ankündigung noch, oh, da ärgere ich mich auch so, da habe ich in meinen Vorsätzen 2019 in den Büchern oder in den Veränderungen, habe ich das ganz vergessen zu erwähnen, obwohl ich ja sagte, es gibt eigentlich kaum oder so gut wie keine Veränderung auf meinem Kanal, was ich auch schön finde. Aber eine wichtige Veränderung, die ich euch eigentlich sagen wollte, habe ich vergessen zu erwähnen. Deswegen werde ich das hier tun, weil ich einfach glaube, dass viele die Lesermonate schauen. Ich hoffe, das ist der Fall, auch wenn es jetzt so mega lang ist. Und zwar habe ich meinen Instagram und meinen Facebook-Account von Littera gekündigt, aufgesagt, weil ich da einfach nicht zugange bin, weil ich da eigentlich nichts hochlade, sehr, sehr wenig. Und irgendwie hat man da auch einen gewissen Druck, dass man da immer irgendwas posten muss. Und dadurch ausschlaggebend war es halt, dass man jetzt bei YouTube eben auch Posts aufgeben kann, mit euch zu kommunizieren, mit euch kommunizieren kann, auch ohne ein Video hochzuladen. Man kann Fotos posten, man kann einfach schriftliche Posts machen. Und ich habe ja gerne meine Social-Media-Accounts dafür genutzt, auch unsere Hangouts anzukündigen. Das kann ich jetzt auch über YouTube machen. Und deswegen brauche ich diese ja, Facebook und Instagram einfach nicht mehr. Also, wenn ihr mich erreichen möchtet, dann könnt ihr das immer noch per E-Mail oder hier halt auf YouTube, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare jetzt auch zu diesem Video. Und ja, es wird auch wieder ein Hangout geben und zwar nächstes Wochenende. Kann ich euch einmal auch noch mal schnell sagen, wann das ist, dann habe ich das auch noch schnell rausgeholt. Diese Information, wenn das jetzt schon so ein langes Video ist, dann kann ich das jetzt auch noch mal sagen. Und zwar ist das der, kann sich nur noch um Stunden handeln, der 20. Januar auf dem Kanal Steffi Mi, also ehemaligst Steffis kleiner Bücherexpress, wird der stattfinden. Ja, wir freuen uns auf euch und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, schöne lesereiche Stunden und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.